Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, sofern es denn davon ein, zwei gibt. Aber ich glaube ja. Es sind nicht viele, aber sie sind da. Also an euch beide, hallo. Heute sehen wir den E50, den Tier 9 mittleren Panzer der Deutschen auf der Karte Karelien. Und der Ossi, der spielt hier das Match für uns, ist hier Top-Tier. 3-9er gegen 3-9er, dann 8er und auch 7er. Also, das ist doch mal ein feines Matchmaking. Jetzt schauen wir mal, was er da so reißen kann. So, er fährt jetzt hier direkt die 9er-0er-Linie ab. Vielleicht will er direkt auf den Hügel hoch. Das ist sehr wahrscheinlich zumindest. Da hinten gehen schon die ersten Gegner auf. Er ist selber auch offen. Kommt hier noch ein T-54 Light. Einfach mal mit der Maus drüber gehalten, aber leider kein Treffer. Aber auf jeden Fall ist er mal auf den Hügel. Und das ohne Schaden genommen zu haben. Eine Art hier, auf die muss man so ein bisschen gucken, weil die hält natürlich standesgemäß hier in der Regel oben drauf. Und ein T10 kommt jetzt hier auch noch hoch. Ah, hat sich wohl doch umentschieden. Und jetzt kommt er auf den LTDB. Oh, der ist ein schöner Treffer. Den hatte ich gedacht, den kriegt er nicht mehr. So, und jetzt der T10. Da kommt er auch drauf, weil der ist ein bisschen zu weit vor. Ohne Deckung vom Hügel ist es der Tod. Und sieht man, da klappt es schon. Ja, das war jetzt der vierte Schuss, der dritte Kill. Also das läuft für ihn, muss man einfach mal sagen. Es gibt ja hier viele Replays, wo immer unglaublich viel Schaden gemacht wird, aber die Kills nicht passen. Bisher ist es ja anders. Ja, oh ja, da hat die Arti reingehalten. Und jetzt, dadurch, dass der so leicht schräg ist, konnte er hier den Prototyp gut treffen. Jetzt auch noch den T32. Also, ja, bisher wirkt er da sehr schön. Muss dann nach wie vor weiter auf die Arti aufpassen. Und da ist schon gut Feuerpower. Also, so stupide Reihen sollte er auch nicht fahren. Und jetzt fährt er wieder auf den Hügel, weil man sieht, da oben links im Eck, da sind nämlich drei Gegner und nur ein IS. Also vielleicht will er da ein bisschen unterstützen, damit den T-34, auf den er perfekt wirken könnte. Und ja, da will er auf ihn wirken. Allerdings auch der T-34 achtet auf ihn. Und jetzt fährt er zurück, um da zu verteidigen. Das ist schön, dass er da jetzt nicht nur vorne an die Kills denkt, sondern auch ein bisschen ans Team, weil mit 6-6 ist es noch sehr ausgeglichen, muss man ja mal sagen. Jetzt hier den Hügel hoch. Man hat natürlich hier mit einem Medium einen Panzer, der auch dafür gemacht ist, einfach mal schnell die Flanken zu wechseln. Und da jetzt der T29, der ist aber immer noch hinterhalb des Felsen. Das heißt, da kommt er nicht drauf. 6-7, 7-7, also eine ausgeglichene Runde. Da ploppt der T20 auf. Ach, so, vierter Kill. Das läuft einfach wie ein Länderspiel.
So, jetzt kommt er auf den Tiger drauf, aber der T29 da von vorne. 8 zu 10. Und auch hier jetzt der Kill. 5 Kills hat er schon. Noch einen danach, da ist ein Krieger klar. Jetzt fährt er wohl auf den T29 drauf. Ist auch sinnvoll, bevor der da zu lang snipert. Oh, da verschießt er. Wow, da hat der T29 die Chance nicht genutzt, hier selber den Schuss anzubringen. Und jetzt wird er geholt. Ohne Auto-Aim, sondern einfach nur mit der Maus drüber. Auch schön. T25 ist wohl nicht ganz zufrieden im Allgemeinen. Aber seinen Krieger hat er auf jeden Fall mal. Und dadurch, dass jetzt auch da unten alle weg sind, jetzt wieder Richtung Cap eben und da die restlichen aufs Horn nehmen. Der T71 könnte theoretisch für die AT gehen, hat aber vielleicht den Waffenträger da hinten noch in der Base, also auch nicht ganz einfach. Aber der Jagd, der Rheinmetall ist noch voll, die AT ist noch gut im Saft stehend, auch der T71. Also bis jetzt sein Team von den HP noch sehr überzeugend. Aber scheinbar will er jetzt wirklich da sogar direkt drauf fahren, lässt sie jetzt gar nicht erst kommen, beziehungsweise campt erst gar nicht, sondern fährt jetzt da Richtung Gegner an die Front und mal schauen, ob er da den IS oder den T-34 jetzt aufbekommt. Der pingt jetzt um Hilfe, zumindest die Arti, dass ihn da supportet. Der Rheinmetall kann auch noch einigermaßen gut wirken, der zieht auch nach, das ist schön. Und vielleicht fährt er jetzt auf den Hügel. Kann natürlich gut sein, dass da die Gegner stehen und auch campen. Da hätte der T71 jetzt vielleicht größere Probleme, sehen wir aber auch gleich. Noch ist nichts weit und breit. Da ist er, da ist die Arti. Huhu! Die Arti. Das ist natürlich bitter. Fahrt da den ganzen weiten Weg hoch und wird dann kurz vor Ende da geholt. Sehr, sehr bitter. Aber wichtig für ihn. So, und jetzt der T34. Jetzt sollte seine Arti da eigentlich auch wirken können. Siebter Kill im Übrigen bei 3500 Schaden. Echt lustig. So, der IS bekommt auch gleich mal zwei Hits. Fährt er ein bisschen zu weit vorne, hat dann natürlich Problematik der Gun Depression. Das ist immer so das Thema beim IS. Das klappt nicht so. Dementsprechend war das nicht so clever. Der T34 versucht jetzt hinten rumzukommen. Jetzt kommt der IS wieder vor. Man sieht, der hat so ein bisschen Probleme, sein Rohr runterzubekommen. Aber auch der E50 schafft es jetzt gerade nicht so gut, aber jetzt nimmt er ihn raus und jetzt der T34, 8er Kill. Radley Walters. So, da kämpft sich der T34 jetzt den Hügel hoch, kriegt er den ersten Hit von ihm. Da hinten ist auch der Waffenträger auf, also den braucht er jetzt nicht
fürchten und der T-34 fährt da stupide mit dem Heck nach oben rauf. Also war klar, dass der irgendwann bestraft wird. So, und jetzt last but not least nur noch der Waffenträger. Es riecht hier nach einer Medaille auch noch. Der 10. Kill ist durchaus möglich. Und jetzt hat der Waffenträger da den Rheinmetall geholt. Also der hat sich jetzt auch ein bisschen umsortiert und er lädt jetzt absolut richtig schon auf HE. So macht man das gegen den Deutschen. Jetzt nur die Frage, kommt er rum oder wartet er, dass er hier die Initiative zeigt? Und da ist er auch schon. Ja, der war ein bisschen zu niedrig. Der ging nicht aufs weiche Blech. Aber in der Fahrt natürlich auch nicht so einfach. Und jetzt hat er ihn schön getroffen. Und jetzt braucht er nur noch einen Schuss für den 10. Kill. Na. Und er nimmt ihm tatsächlich raus. 10 Kills. Also nicht der höchste Damage, aber 10 Kills zu haben, damit ist eine saugeile Runde. Glückwunsch an Ozzy. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier mal wieder einen deutschen Panther zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.